Zum Glück aus Osnabrück, präsentiert von der Marketing Osnabrück und dem Sommerjahrmarkt. Vom 26. Juli bis zum 11. August an der Halle Gartlage. Moin, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Diese Ausgabe liegt mir sehr am Herzen. Sie ist besonders und das liegt daran, dass ich jemand Besonderen getroffen habe. Jemanden, der sehr viel zu erzählen hat. Das musst du dir unbedingt anhören. Wir haben Tote gesehen. Wir haben Einschläge gespürt, wo wir wegspringen mussten, weil der Einschlag sehr, sehr nah ist. Wir haben Häuser gesehen, die wirklich beschossen worden sind mit ganz, ganz vielen Artilleriebeschüssen. Wir haben Menschen gesehen, die verletzt waren und getragen worden sind. Wir haben leider Gottes auch tote Kinder gesehen. Wir haben Menschen gesehen, die ihre Liebsten verabschiedet haben am Bahnhof unter Tränen. Da kannst du Reporter sein, wie du willst. Da musstest du auch echt die Träne verdrücken. Der liebe Festin Bikiri ist mein Gast. Er war in der Ukraine, als der Krieg ausbrach und wurde über Nacht zum Kriegsreporter. Festin, schön, dass du mein Gast bist. Ich kenne deinen Namen schon lange, der ist mir schon oft begegnet. Und zwar immer, wenn ich einen Artikel gelesen habe über einen Unfall, der irgendwo passiert ist, mitten in der Nacht und die Bilder dazu, die hast dann du geliefert oder die man im Fernsehen gesehen hat, irgendwie bei großen Sendern auch. Du bist also klassischer Videoreporter hinter der Kamera. Wie bist du dazu gekommen? Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton, das vor knapp 12 Jahren. Und seitdem habe ich diese Liebe zu diesem Beruf entdeckt und ich mache nichts lieber als das. Also ich sehe das auch nicht mehr als Beruf, sondern tatsächlich einfach als Leidenschaft. Du bist mit einer der ersten dann am Unfallort im Prinzip. Zusammen mit den Einsatzkräften kommst kurze Zeit nach den Einsatzkräften an. Was hast du da für Dinge gesehen? Also ich habe sehr, sehr viele Tote leider Gottes auch schon gesehen. Das konnte ich ganz gut verarbeiten und bislang hat es immer ganz gut funktioniert. Hilft die Kamera dir dabei? Ich stelle mir jetzt gerade mich selbst vor an einem Unfallort oder an einem Ort, wo etwas Schreckliches passiert. Ich bin ja immer nur ich und mein Aufnahmegerät. Ich muss mit meinen Worten beschreiben, was gerade passiert. Und ich stelle mir für mich selber das total entsetzlich vor. Wie hilft dir die Kamera da dabei, so ein bisschen Abstand zu dem Ganzen zu gewinnen? Kannst du dich so ein bisschen hinter ihr verstecken? Ist das so ein, brauchst du sie einfach, um diesen Abstand zu haben? Das kann man wirklich so sagen. Ich kann mich hinter meiner Kamera verstecken und ich muss Bilder, die vorne geschehen, nicht sehen, wenn ich das nicht möchte. Wir haben das ganz oft und da stellen wir auch symbolisch die Kamera auf den Boden und drehen sie um und drehen uns auch um, wenn eine Leiche abtransportiert wird. Das Bild brauche ich nicht. Und von dem her versuche ich dann, wenn es geht, diese Bilder auch nicht zu sehen, um sie erst gar nicht verarbeiten zu müssen. Wie du das auch schon schön gesagt hast, man versteckt sich so ein bisschen hinter seiner Kamera. Bei Kindern sieht es ein bisschen anders aus. Da kannst du dich hinter deiner Kamera verstecken, wie du möchtest. Das nimmt einen immer mit. Wenn ein Kind schreit, wenn du es schon schreien hörst, das nimmt einen immer mit. Das muss ich einfach dazu sagen. Jetzt bist du ja von schon etwas abgehärtet in die Ukraine gekommen. Du bist rund einen Monat da gewesen, auch bevor der Krieg ausgebrochen ist. Wie bist du da hingekommen und wie waren so deine ersten Erlebnisse vor Ort, bis es wirklich richtig schlimm wurde? Der Grund, warum wir überhaupt hingefahren sind und hingeflogen sind, war tatsächlich, weil die Lage sich ja zuspitzte. Das heißt, so ein bisschen haben wir schon in die Zukunft geschaut und haben gedacht, es könnte durchaus da auch was passieren. Potenzial ist da. Aber so richtig gerechnet hat da keiner mit. Und dann waren wir plötzlich mittendrin. Und wir sind dorthin, haben 13 Tage vorberichtet, haben gemerkt, dass sich da so ein bisschen was zuspitzt, aber immer wieder neu analysiert und immer wieder festgestellt, nein, 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 hier passiert nichts. Also hier wird kein Krieg ausbrechen. Das traut er sich gar nicht. Das macht er nicht. Ja. Und dann wurden wir eines Besseren belehrt. Nicht nur wir, sondern die ganze Welt. Dann ging es los. Und das war ein mulmiges Gefühl, weil ich den Krieg vorher nicht kannte. Ich Bilder von komplett traurigen, verängstigten Menschen in dieser Form auch so noch nie gesehen habe. Also die haben alles stehen und liegen lassen. Da ist Panik ausgebrochen. Die mussten alle weg. Es flogen Raketen. Allein dieses Wort, der Krieg ist jetzt da, das war so für alle Menschen, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und das war für uns Reporter auch nicht einfach. Aber dann habe ich ganz, ganz schnell festgestellt für mich auch, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst jetzt ganz, ganz schnell oder du bleibst. Und ich wusste genau, wenn ich da bleibe, werde ich ein Stück dazu beitragen, diesen Menschen zu helfen, der Welt zu zeigen, was wirklich passiert.
Und ich glaube, mit unserer Berichterstattung, nicht unbedingt jetzt nur mit meiner, sondern mit unserer Berichterstattung von uns Journalisten vor Ort, haben wir einen großen Teil dazu beigetragen, dass die ganze Welt sich solidarisiert mit der Ukraine, dafür kämpft, dass diese Menschen aufgenommen werden, denen geholfen wird. Moralisch, muss ich sagen, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben Menschen kennengelernt, die so auf der Höhe waren, die so gekämpft haben für dieses Land, die voll eingestimmt waren, als wenn die das alles schon vorher durchdacht haben und geplant haben. Aber da wusstest du ganz genau, die werden keinen Zentimeter ihres Landes freigeben. Werden sie nicht. Zumindest nicht ohne dafür zu kämpfen. Vom Unfallreporter zum Kriegsreporter. Innerhalb von ein paar Wochen. Du hattest keinen Crashkurs vorher. Dir hat keiner gesagt, pass mal auf, hier im Kriegsgebiet musst du auf ein paar bestimmte Sachen achten. Du hattest zum Glück noch einen Kollegen an deiner Seite. Wie hat dir das geholfen? Es hat mir sehr geholfen. Steffen Schwarzkopf ist einer der bekanntesten Reporter im deutschen Fernsehen. Der war in ganz, ganz vielen Kriegsgebieten, in Krisensituationen, hat schon viel erlebt, hat schon viel durchgemacht. Es hat mich trotzdem verunsichert, dass er sogar gesagt hat, oh, damit habe ich nicht gerechnet, dass der Krieg kommt. Das heißt, wir waren beide etwas verunsichert. Wir wussten genau, um welche Gefahr es sich gehandelt hat und wir haben es auch tagtäglich erlebt. Also wir wurden bedroht mit Waffen, weil man uns vielleicht für Russen gehalten hat, für Spione gehalten hat. Uns wurde in der Live-Schalte das Kabel weggezogen von unseren Kameras, weil man geglaubt hat, wir spionieren die Ukraine aus, bis wir erklären konnten, dass wir wirklich akkreditierte Journalisten sind. Aber die Lage war einfach extrem, auch für die Soldaten, die gedacht haben, wir würden sie da jetzt gerade entlarven. Das war ein versteckter Point. Die hatten sich da in Sicherheit gefühlt und dann steht da auf einmal so ein Kamerateam im Nimmersland und filmt genau in die Richtung. Ja, das war für die dann, wer ist das? Und schnell raus, das könnte der Feind sein. Und da fing man dann schon irgendwie kurz mal in ein paar Sekunden das Leben einmal durchspulen zu lassen. Da fängt der Körper an zu zittern, ohne dass man irgendwas machen kann, oder? Ja, ich hatte noch kein Zittern, weil ich tatsächlich gewusst habe, dass wir sind keine Russen, also ich hatte jetzt keine Angst, dass die mich da abknallen. Wir konnten das erklären, wir hatten alles dabei, was man da zeigen muss. Aber das war dann glücklicherweise auch schnell erledigt und irgendwie nach 5 Minuten waren wir dann wieder freie Männer und konnten unsere Arbeit weiter nachgehen. Hatten dann einige Anrufe, weil natürlich viele Menschen unsere Live-Schalte gesehen haben, wo plötzlich das Signal wegbricht. Und eben auch die Familie, die sich extrem Sorgen gemacht hat, was denn da los ist, weil die natürlich alles verfolgt haben und irgendwie nur gebetet haben, dass wir irgendwie heile da rauskommen. Und das war keine einfache Situation. Aber Steffen Schwarzkopf ist schon so ein bisschen auch Ruhepol gewesen. Wir haben uns da gegenseitig gestärkt. Also es gab auch Situationen, wo er sich so ein bisschen hat hängen lassen, da war ich dann irgendwie für ihn da und das war ein Zusammenspiel. Wir wurden zusammen gewürfelt, weil wir noch nie vorher zusammen gearbeitet haben und das hat wirklich gepasst. Also wir waren wirklich ein mega gutes Team. Ich glaube, das kannst du auch nur im Team bestehen. Wir hatten, das darf man auch nicht so zu laut sagen, wir hatten auch irgendwie unseren Humor nicht verloren, das war wichtig. Das kann ich mir gut vorstellen, weil Humor einen ja auch irgendwie hochhält, gerade in schwierigen Zeiten. Wie habt ihr es denn geschafft, den Humor nicht zu verlieren und worüber habt ihr lachen können? Steffen ist Hertha BSC-Fan. Wir haben sehr viel über Fußball gesprochen und dann eben auch ganz viel über die Resultate, die desolaten Resultate von Hertha BSC gesprochen und ich dann eben gelacht und das fand er dann nicht so witzig. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da sind wir aus dem Aufzug ausgestiegen. Im Hotel? Im Hotel, genau. Und das war ein langer, langer Arbeitstag und dann habe ich dann den Bodyguard von Steffen gespielt und habe dann um die Ecken geschaut, ob es irgendwo einen Feind gibt und das fanden wir beide dann extrem lustig und ja, genau, das ist eben das Wichtigste, dass man in den schwierigen Tagen bei all den schlimmen Bildern, die man sieht, auch irgendwie diesen Humor trotzdem nicht verliert und man ja in gewisser Weise irgendwo auch Mensch ist und einfach auch versucht, irgendwie einen Alltag entstehen zu lassen. Ein Alltag im Kriegsgebiet und wo ihr am Feierabend zusehen müsst, dass ihr den Stress, den ihr ja auch erlebt habt, bei euren 16-Stunden-Schichten am Tag dann ja auch irgendwie vorm Schlafengehen möglichst wieder loswerdet. Gänzlich kannst du den nicht loswerden. Du schläfst irgendwie damit ein, wachst auch damit auf. Dann mussten wir auch halt hier und da mal unsere Sprüche raushauen. Und easy peasy, lemon squeezy, das war unser Spruch, wenn wir es an abends ins Bett geschafft haben oder eben ins Hotel wieder heil zurück, dann
dann war das alles easy peasy, lemon squeezy. Das war alles super dann, ja. Ihr musstet eure Laune ja auch irgendwie hochhalten bei dem, was ihr gesehen habt, ja. Absolut, also da gab es viele lustige Anekdoten, auf die ich nicht weiter eingehen möchte, weil sie echt lustig sind. Easy peasy, lemon squeezy reicht mir schon. Aber easy peasy, lemon squeezy war die Devise und das hat alles funktioniert. Was war das Schlimmste, was ihr da erlebt habt? Ja, wir haben Tote gesehen. Wir haben Einschläge gespürt, wo wir uns retten oder wegspringen mussten, weil der Einschlag sehr, sehr nah ist und weil alle dann in die Ecke gesprungen sind. Wir haben Häuser gesehen, die wirklich beschossen worden sind mit ganz, ganz vielen Artilleriebeschüssen. Wir haben Menschen gesehen, die schwerst krank waren, verletzt waren und getragen worden sind. Wir haben Verwundete gesehen. Wir haben leider Gottes auch tote Kinder gesehen. Wir haben Menschen gesehen, die ihre Liebsten verabschiedet haben am Bahnhof unter Tränen. Das waren so Sachen, da wurden wir dann auch emotional, weil du kannst ja Reporter sein, wie du willst. Da musstest du auch echt die Träne verdrücken und musstest dann den Mann, der gerade seine Liebsten verabschiedet hat, in den Arm nehmen und dir erklären lassen, warum er hier bleibt. Und der hat gesagt, ich bleibe hier, egal was passiert. Und das sind so Sachen, die werde ich für mein Leben nie wieder vergessen, weil es einfach was anderes war als jeder Unfall, den ich hier bislang erlebt habe, als jedes Bild, was ich bislang gedreht habe. Wie schwierig ist es dann, in dem Moment die Kamera drauf zu halten? Hat man nicht trotzdem, ich stelle mir das so vor, also so dieses, okay, ich muss hingucken, ich muss selbst hingucken, aber eigentlich will ich auch nicht und eigentlich fühlt es sich so an, als ob ich gerade eine ganz private, sensible Situation verletze, wenn sich Menschen vielleicht für immer am Bahnhof verabschieden. Wie kannst du da in dem Moment stark genug sein, um drauf zu halten? Weil genau diese Bilder nur das transportieren, was da stattfindet. Wenn wir diese Bilder nicht drehen würden, würde in Deutschland niemand diese Bilder sehen, würde auf der Welt niemand diese Bilder sehen. Und wir müssen dieses Leid, diese Angst, diese Trauer, diese furchtbaren Ereignisse, die müssen wir festhalten in Bildern. Und wenn ich jedes Mal aufhören würde zu drehen, wenn es emotional wird, dann würden diese emotionalen Bilder nicht ankommen. Und das ist das Wichtigste. Dann würden die in Anführungsstrichen besten Bilder, also so schlimm es klingt, Richtig. Dann nachher nicht im Kasten sein. Richtig. Und ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, wie kannst du denn da bleiben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Für Bilder, das sind doch nur Bilder. Nein. Diese Menschen waren dankbar dafür, wirklich dankbar dafür, dass wir diese Bilder gemacht haben und sie transportiert haben. Weil nur dadurch sind diese Hilfen entstanden. Plötzlich war jeder Ukraine auf einmal. Das wäre niemals passiert, wenn es diese Bilder nicht gegeben hätte. Und deswegen ist dieser Job, so hart er auch ist und so schlimm er auch für viele Leute ist, die mir nahestehen oder uns nahestehen, glaube ich, mit eines der wichtigsten in dieser Zeit. Und wenn wir alle abhauen würden, alle würden das Gleiche denken und alle hauen ab, dann kann der Putin da machen, was er will. Und keiner kriegt es mit. Aber die Angst war doch bestimmt trotzdem irgendwie dein Begleiter, oder? Ich meine, es sind ja auch internationale Journalisten gestorben, auch an Orten, die du besucht hast. Die berühmte zerstörte Brücke in Irpin, vor Ort von Kiew. Kurze Zeit, nachdem du da warst, ist jemand, ein Journalist dort gestorben. Hattest du keine Angst? Mich hat diese Zeit da irgendwie getragen. Ich hatte keine Angst um mein Leben, weil ich glaube, wenn es so gewesen wäre, wäre ich nach Hause gefahren. Ich hatte aber großen Respekt. Du konntest noch schlafen? Ich konnte definitiv noch schlafen. Wo? Im Hotel, glücklicherweise. Auch wenn es immer sehr kurz war, dann war es einfach so platt, dass du wahrscheinlich irgendwie auch auf der Straße eingepennt wärst. Egal, was passiert, wir sind jetzt hier, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Mit einem gewissen Abstand aber auch. Ne? Also du konntest nicht das Bild in der ersten Reihe. Das brauchst du nicht. Du siehst die Menschen auch leiden in der dritten Reihe. Du musst nicht in der ersten Reihe, wo du dich selbst auch in Gefahr begibst. Das war das Wichtigste, dass du irgendwie versuchst, Herr der Sinne zu sein und klar zu denken und zu sagen, okay. Ich renne jetzt nicht ganz nach vorne. Ich bleibe hier, wo ich noch die Lage halbwegs überblicken kann. Genau. Und man sagt ja immer, das beste Bild siegt. Hier in Deutschland ist es oftmals dann so bei vielen Einsätzen. Aber das brauchst du dann nicht, weil die Bilder, die du da siehst, die sind immer schrecklich. Und das war wirklich sehr, sehr krass, um das mal mit diesem Wort deutlich zu machen. Egal, was du gefilmt hast,
das war Drama, Dramatik pur. Ich hatte eigentlich keinen Bock zu sterben mit 31. Aber du kannst auch einfach ganz schnell am falschen Ort sein. Hätte dir der Helm und die schusssichere Weste, hattest du, glaube ich, dann auch irgendwann um. Jetzt auch nicht viel geholfen wahrscheinlich, ne? Nice to have. Glücklicherweise musste ich sie nicht austesten. Du hast gerade schon angesprochen, deine Familie, die hier in Osnabrück ist, hat die Zeit ja ganz anders durchlebt. Was hat deine Familie dir dann zu verstehen gegeben, als du in der Zeit da warst? Konntet ihr Kontakt halten? Also glücklicherweise hat das Internet super funktioniert. Wir hatten durchgehend Kontakt. Ich konnte mich jederzeit melden. Ich habe versucht, wirklich rund um die Uhr irgendwie Lebenszeichen zu geben. Dann, als der Krieg ausgebrochen ist, ist bei meinen Eltern dann auch irgendwie die Welt zusammengebrochen, weil sie dachten, okay, der kommt da nicht raus und der muss da raus. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe am Anfang echt geblufft. Habe auch gesagt, um meine Eltern zu beruhigen, ja, wir kommen so schnell jetzt hier nicht raus. Wir müssen abwarten die nächsten 2-3 Tage, bis sich da was ergibt. Du hast sie immer wieder hingehalten, um 2-3 Tage verschoben? Ja. Das nimmt Mama dir übel, oder? Das hat sie mir übel genommen, aber sie kennt mich so gut, dass sie weiß, dass ich das zu 1000% wollte und sie aber auch nicht verletzen wollte. Und im Nachhinein wusste sie genau, dass ich da irgendwie hätte rauskommen gekonnt, wenn ich gewollt hätte. Und im Nachgang, ja, es sind 3 Kollegen getötet worden aus unserem Hotel und alle 3 kannten wir tatsächlich dann auch persönlich, weil man eben mal irgendwie kurz gequatscht hat. Und da siehst du auch, der Kameramann, der sehr, sehr erfahren war, alles schon irgendwie erlebt hat und mit einer gewissen Routine und Erfahrung natürlich auch reingegangen ist, hat es nicht geschafft. Und ich, das war mein erster Krieg, habe sehr viel Glück gehabt. Einfach, das hat nichts mit Können zu tun. Null. Er konnte die Lage wahrscheinlich ja auch nicht anders beurteilen als du, ne? Ich meine, in so einem Durcheinander, da kann ja einfach keiner damit rechnen, was als nächstes kommt. Welche Erfahrung musst du haben, wenn du plötzlich von einer Bombe getroffen wirst? Gibt's nicht. Mein Eindruck war auch oftmals, dass viele Kollegen dann auch übermütig wurden, immer zu sagen, ja komm, wir gehen jetzt da nochmal einen Schritt und so. Fürs beste Bild. Ja, und das hatten wir. Kannst du das nachvollziehen? Ist das so ein Ding, was dann aus von innen herauskommt, um zu sagen, boah, ich schaff das, ich bin so krass drauf, dass ich jetzt wirklich das schaffe, das krasseste Bild hier zu besorgen? Oder denkt man dann auch direkt an die Kohle, die man vielleicht dafür kriegt? Ja, oftmals spielt die Kohle gar nicht so die große Rolle. Wenn du gebucht bist, bist du gebucht. Festgehalt. Und dann ist es halt so und dann kannst du filmen, was du willst, kriegst an dem Tag die Kohle. Klar, wenn du als Freiberufler unterwegs bist und weißt, du kriegst mit dem Bild kannst du richtig viel Kohle machen, dann gehst du vielleicht nochmal ganz anders an die Sache ran. Aber ich muss sagen, welches Geld willst du mir bieten, um mich so heftig in Gefahr zu bringen? Das Geld war mir bei diesem Krieg in keinster Sekunde wichtig, wirklich nicht. Habe ich jetzt bei dir jetzt auch persönlich gar nicht rausgehört. Hat mich nur interessiert, bei diesen etwas lebensmüderen Kollegen vielleicht, die ein bisschen mehr darauf aus waren, noch ein krasseres Bild zu kriegen. Die haben viel erlebt und es ist immer gut gegangen und man redet immer über sie und sagt, ja, die waren krass, die hatten die Bilder und es war heftig und hast du das gesehen, hast du jenes gesehen. Alles gut, solange es gut geht. Wunderbar, wow, geile Geschichten, super Bilder, unfassbar. Aber nicht um jeden Preis. Aber nicht um jeden Preis und da muss man dann halt abwägen, ne? Und wenn man dann irgendwann aber alles irgendwie erreicht hat und immer die besten Stories und immer dafür bekannt war, die besten Stories und, ne, und dann noch einen Schritt weiter geht, dann kann es dieser eine Schritt zu weit sein. Und vor dem habe ich tatsächlich Angst. Also, dass ich irgendwann sage, so, ja, noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch. Hast du Blut geleckt? Ja, ich habe Blut geleckt, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja schon darüber nachgedacht, wieder in die Ukraine zu fahren. Wie sieht's aus? Ich habe es meiner Mutter versprochen, dass ich nicht nochmal hinfahre, weil es ihr auch gesundheitlich nicht so gut geht. Aber ich werde nochmal mit ihr reden. Ja, ich habe gerade schon in deinen Augen gesehen, so richtig cool mit der Entscheidung bist du nicht. Nein, weil wenn es nach mir geht, würde ich da echt nochmal hinfahren. Ein paar Tage hat Festim seine Mama versucht zu beruhigen. Irgendwann hat es dann auch geklappt. Hallo Sarah, ich grüße dich. Ich wollte dir nur mal eben mitteilen, dass ich jetzt gerade in Polen, Warschau gelandet bin und nun auf dem Weg bin nach Lviv, also wieder in die Ukraine. Ich habe mich also durchgesetzt, halte dennoch mein Versprechen, nicht nach Kiew zu gehen und werde jetzt aus Lviv
berichten und ich hoffe sehr, meinen Teil dazu beitragen zu können und zu berichten, weil ich es einfach für unglaublich wichtig und sinnvoll halte und irgendwie auch das Gefühl hatte, dass Berichterstattung so ein bisschen normalisiert wird und dass man irgendwie jetzt mit diesem Krieg lebt und wenn wir alle irgendwie abziehen und eben nicht berichten, dann wirkt der Krieg irgendwie als normal und das ist er eben nicht. Und deswegen bin ich jetzt wieder auf dem Weg dorthin. Also schöne Grüße nach Hause und wir hören uns bald wieder. Lieber Festim, pass gut auf dich auf und komm heile wieder. Ich denke an dich und ich hoffe, es bleibt alles halbwegs easy peasy lemon squeezy bei euch. Festim und ich bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich werde dich also auf dem Laufenden halten, wie es ihm in Lviv geht und was er da erlebt. Ich hatte ja eigentlich noch geplant, mich auf einen OP-Tisch in die Karibik zu schmeißen. Aber ganz ehrlich, verschieben wir aufs nächste Mal. Das Gespräch mit Festim war mir jetzt einfach viel, viel wichtiger. In diesen Zeiten lässt sich eben nicht immer alles durchplanen. Was für eine Gänsehautfolge. War sie für mich jedenfalls. Ich bin voller Ehrfurcht und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Danke, dass du zugehört hast. Feedback und Ideen wie immer gerne per Mail an osnabrück@antenne.com. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Liebe Grüße, deine Sarah. Zum Glück aus Osnabrück, präsentiert von der Marketing Osnabrück und dem Sommerjahrmarkt. Karussells, gebrannte Mandeln und mehr vom 26. Juli bis zum 11. August. Mehr unter osnabrück-erleben.de.